an die Leute, seid mir ganz recht herzlich willkommen. Ihr schaut hier auf den schwarzen Bildschirm. Das kann aber vorkommen, denn wir müssen jetzt mal auf Wiederholen gehen, denn irgendwie habe ich was falsch gemacht in der letzten Folge. Wie gesagt, herzlich willkommen, hier gibt es eine Menge Scheiße, ne? Und wir wollen weiterspielen. Klar, wollen wir weiterspielen. Oh Gott, da müssen wir echt tierisch viel wiederholen. Okay, ich glaube, wir müssen mal ganz kurz hier Bullet Time machen. Bullet Time, was ist so fein mit Bullet Time? Was machst du jetzt, Max? Ach, er lädt nach. Das kann passieren, da sehe ich auch noch einen. Okay, da sind noch drei. Vier. Zwei. Einer. Ich glaube, keiner mehr. So, pass mal auf. Okay. Wo muss ich hin? Das Ding ist halt, ich weiß nicht genau, wo ich... Oh, fuck, Freunde. Fuck. Komme ich hier irgendwie rein? Nee, komme ich nicht. Okay, wir haben das Ding ja letztes Mal in die Luft gesprengt, ne? Freunde, die ganze Scheiße geht hier gleich runter und ihr habt nichts Besseres zu tun, als mich abzuballern. Was seid ihr denn für arme Würstchen? So, pass mal auf. Okay, wo muss ich hin? Weil das bin ich ja irgendwie falsch gelaufen, ne? Okay, hier sind wir auch, da kommen wieder welche. Ne, das ist auch okay. Flum. So, bitte sehr. Mhm. Ja, den haben wir letztes Mal schon gesehen. Es tut mir leid, dass wir das alles wiederholen müssen. Aber, komm, Max, lauf. Hier jetzt nicht irgendwie den schwachen Mem. So, pass mal, hier war noch ein Painkiller. Die nehmen wir mal ganz kurz, wir schlucken auch sofort ein. Und nur das Problem ist, wo muss ich jetzt hin, Freunde, wo muss ich hin? Von wo? Von dir? Oh, du dumme Sau, ey. Es ist so viel Impressionen hier. Es ist, nur wo muss ich hin? Da komme ich auch nicht rein, ne? Okay, jetzt sowieso nicht mehr. Alright. Oh, ne, nicht wieder so ein harter. Habe ich den erwischt? Das hätte ich nicht gedacht, weil die waren ja doch schon mal ganz schön hart gepanzert, die Dinger, die Typen, ne? Oh, Max. Max, wir müssen da irgendwie raus, Kollege. Jetzt bitte nicht einschlafen, hallo? Passos. Why? To save you. Wow, yeah, real hero. Listen, now come with me, Max, to Brazil. The chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. What are you talking about? I don't know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo are trying to teach Rodrigo a lesson. Get into losing the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. This thing works. Das hoffe ich aber auch. Passt es aber schön, dich wiederzusehen. Okay, er ist gezwungen worden. Es ging nur um, ne, den Geldhahn. Naja, so ganz glaube ich mir das nicht. Aber... Chapter 13. I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you. For giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina.
Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Yeah, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know it was very wrong. It's all right, it's done. But hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming. You know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? I guess. Okay. I've looked through this information you gathered. It's not very nice. What is it? It's the Ufe. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And the contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially, there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Creative? Creative? Tell me if one. Da Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Diga Becker. Que vim para ele. Ah! Cuidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, me dá uma lição nele. Então, o pai dela não disse. Patrão, filha da puta! Atrás de inocentes! Vai se fuder, que você vai ver com a arma aqui! É aqui que você vai se proteger, caralho! Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? Fica aí, cara! Eu! Se fodeu, filho da puta! Otário! Estou aí, otário! Deixa eu sair daqui, velho! Ô, ô, segura a porta aí! Ah, mas... eu vi uma outra versão. Você tá aqui, ô? Olha, vamos resolver aquela parada lá, hein? Demorou. Valeu, amigo. What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? What are you doing here? Hit me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? Back in the precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. Ah!
Oh, ist der fett gepanzert, der Typ. Er ist unglaublich, Leute. Okay, jetzt muss man also eine andere Wumme holen. Das kleine Pistölchen macht ja nicht wirklich viel. So, pass mal auf. Und, I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. Okay. Stopp, ich will jetzt erst gucken. Painkiller, Painkiller. So, hier ist mächtig Kopierpapier bestellt worden, ne? Hat Loriot, glaube ich, gemacht. Okay, da kommen wir nicht rein, ne? Kommen wir hier rein? Kommen wir auch nicht rein? Kommen wir hier denn rein? Okay, hier gibt es bestimmt ein paar Painkiller für mich. Ja, guten Tag, wir sind hier von der Painkiller-Zentrale. Ja! Dankeschön! Sind zwar nur zwei, aber immerhin, das ist... Oh! Procurase, okay, das ist... So, wir hätten ganz gerne auch ein bisschen Painkiller, ne? Hier ein bisschen... Oh, ist das hier Kohle? Max, nimm die Kohle mit! Das ist wahrscheinlich die Asservatenkammer, ne? Kann das sein? Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder raus hier, ne? So, wir brauchen vor allen Dingen Munition und andere Waffen. So, okay. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense Da Silva had pulled, it seemed to be working. Okay, lass uns mal ganz kurz hier, ne? Uns umgucken, was es hier so gibt. Oh. Okay, der hat's hinter sich, ne? Schade, ne? Da kommen wir nicht mehr rein. Sehe ich auch nichts mehr. Ne. Wer hat da geschossen? Wer hat da geschossen? Wer hat da geschossen? Sofort melden! Wer hat da geschossen? Ah, Freunde, ihr? Ihr wollt... Okay. Ich würde ganz gerne die nehmen. So, genau. Mann, das wäre nämlich die von denen gewesen hier, ne? Dann kommen wir ein bisschen an Munition hier. Oder auch nicht. So, was gibt's hier? Wie ein Knast ohne Schmerzmittel? Was ist für ein scheiß Knast, ey? So, okay, da kommen wir nicht rein. Oh, hier sind die Duschen, komm, ein bisschen kleine Schauer. Ne? Sim, dim, 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 dim. Max hat so lange nicht geduscht. Oh, noch ein goldenes Waffenstück, oder? Aha, okay. 3 von 3. Wir machen uns so langsam, sammeln wir genug, ne? Hier gibt's... Sehe ich da einen Painkiller? Ne. Wo muss ich denn jetzt hin, Freunde? Wo muss ich hin? Okay, aber hier waren wir doch schon. Hier, schöne Kamera, ne? Max, machen wir die Kamera kaputt, Beweise zerstören, ne? Mache ich ja nicht gerne, wisst ihr ja, ne? Aber... Ach, hier ist die Asservatenkammer. Wo muss ich hin? Freunde, wo muss ich hin? Genau, hier waren 2 Painkiller drin. Muss ich denn jetzt hier durch oder was? Und gucken wir nochmal ganz... Aber hier ging es doch nicht weiter, ne? Okay, hier... Da war die Dusche. Hier war auch nur eine kleine Zelle. Hier liegen leider ein paar Totte. Nee, ne, Schrott will ich jetzt nicht. Du kleiner Volltrottel. Du meinst, du kannst mich verarschen, wa? Okay, da wäre ich jetzt fast drauf reingefallen. Hallo, Emma. Ich glaube, wir müssen nur einer von unseren... Verdammte Scheiße. Das war auch leider ein bisschen ungeschickt und dumm von mir, Freunde. Das gestehe ich ein. Aber das hat er von mir gewohnt. Ne? Also insofern, ne, gibt es da ja nichts Neues. Ne? Selbst hier im Knast viele Heiligenbilder. Ne? Okay. Gott, alles hier abgeschossen. Ne? Was hat man denn so? Okay. Ja, darf ich bei YouTube wahrscheinlich nicht sagen. Oh, danke schön. Mhm.
Ich. The last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, it seemed I was too. Ja, super, ich hab keine. Na gut, ich meine, wir sind natürlich hier mitten im Hauptpolizeirevier, dass da natürlich ein paar Bullen rumlaufen, ist klar, ne? Ja, du läufst jetzt erstmal nicht mehr rum, ne? Alrighty. Na, okay, wir brauchen als erstes mal... Was gibt's hier noch? Gibt's hier einen Painkiller für mich? Ich habe jetzt aktuell zwei, wir sind bis zu den Knien schmutzig. Okay, wir nehmen mal die. 2,30. Laden wir direkt mal nach. The security switch had to be in that booth. Okay. Die haben irgendwie alle diese Shotguns, ne? Okay, pass mal auf. Kommen wir irgendwie rein. Ist da noch ein Painkiller? Painkiller. Oh, was gibt's denn da Leckeres? Was ist das? Sind das Bieren? Okay, dann gehen wir da mal rein. Oh, danke schön. Ein Painkiller. Few habits of its own. Ah, Laptop untersuchen. Mal gucken, was er sagt. Er sagt nichts. Ne? Ja, okay. So. Was haben wir hier noch? Aus, dass wir einen Stuhl umschmeißen. Ne? Okay. Das ist mir ein bisschen wenig Munition, wenn ich ehrlich bin. Ne? Komm hier irgendwie raus. There was a switch to those doors somewhere, or I was in a whole heap of shit. Okay, ich hab's. Ne? Okay, da muss irgendwo ein Switch sein. Okay. Sicher zu öffnen. Wo war's da gerade? Okay. Ich möchte nicht wissen, was jetzt wieder für eine Scheiße auf uns zukommt. Ach du Scheiße. Oh, Jungs. That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. Was ist das, ein Panzer? And then immediately regretted that decision. Okay, pass mal auf, Max. Wir brauchen die Bazooka. Ich meine, die müsste sogar Gold sein, ne? Oh, okay, meine lieben Leute, sind wir gestorben. Ja, mit dem schwarzen Bildschirm hat es, glaube ich, angefangen. Mit dem schwarzen Bildschirm wird das jetzt auch aufhören. Liebe Leute, ich sage es mal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und gut, die Bazooka schnappen wir uns dann irgendwie beim nächsten Mal, ne? Und ja, mal gucken, was hier noch so, ne, in einem schönen schwarzen Bildschirm das nächste Mal auf uns wartet. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker, ciao, ciao, sagt euer Spiegel 45.